Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich gebe den grünen Kommunisten und den Klimafanatikern in anderen Fraktionen ungern recht. Aber ja, Sie haben recht, wenn Sie behaupten, es sei 11:55. Sie haben recht, wenn Sie sagen, dies sei die letzte Legislatur, in der die Weichen für eine bessere Zukunft Deutschlands und die Menschen gestellt werden können. Ach nein, Ihnen geht es ja nicht um Deutschland. Sie können ja mit Deutschland nichts anfangen. Sie wollen die Welt retten. Und wenn Deutschland dafür auf der Strecke bleibt, scheint es Ihnen recht zu sein. Und ja, es ist 11:55, aber nicht wegen eines vorrangig menschengemachten Klimawandels oder der Bekämpfung desselben. Es ist 11:55, fast schon Punkt 12, weil Sie mit Ihrer katastrophalen Energiepolitik wissentlich und offensichtlich willentlich Deutschland in den Abgrund steuern. Es ist die letzte Legislatur, die mit einer allerdings gewaltigen Kraftanstrengung noch verhindern könnte, dass völlig intakte, höchstsichere und zuverlässige Kern- und Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Es ist die letzte Legislatur, welche die mit Sicherheit eintretenden Braun- und Blackouts noch verhindern könnte, die unweigerlich eintreten werden, wenn der Kohleausstieg samt der rein ideologischen Energiewende nicht rückgängig gemacht wird. Mit Braun- und Blackouts, die unsere Bevölkerung auf Schwerste treffen werden und deren Folgen überhaupt nicht absehbar sind. Nur so viel wissen wir, und das wissen auch Sie sicher, sie werden verheerend sein. Verheerend für die Menschen, verheerend für den Wirtschaftsstandort Deutschland und verheerend für unsere Gesellschaft. Wir wissen es, weil wir uns unseren gesunden Menschenverstand bewahrt haben. Sie müssten es wissen, da es in der Bundestagsdrucksache 17/5672 niedergeschrieben steht. Tausende Tote, Milliarden Euro Schäden, eine vollständige Destabilisierung unserer Gesellschaft. Bis zum Ende des Jahres sind es nur noch 6 Wochen. Bis dahin werden 3 Kernkraftwerke mit knapp 4.500 Megawatt Leistung abgeschaltet. Bis Ende nächsten Jahres werden dann die letzten 3 mit nochmals 4.500 Megawatt Leistung auf Nimmerwiedersehen abgeschaltet. Die lieferten jedes Jahr mehr als alle Solaranlagen zusammen. Das muss rückgängig gemacht werden, auf der Stelle. Und mit Ihrer Hilfe, werte Kolleginnen und Kollegen der FDP und Union, könnten wir das auch tun, hier und jetzt. Eine Mehrheit dafür wäre vorhanden, auch wenn dafür viele über ihren Schatten springen müssten. Tun Sie es. Sie sind es den Menschen schuldig. Folgen Sie nicht weiter den Kommunisten, die unter dem Deckmantel, das Klima retten zu wollen, Deutschland zugrunde richten. Die Kommunisten propagierten früher, sie wollten das Proletariat befreien. Aber das Proletariat wehrte sich irgendwann gegen diese Vereinnahmung, weil es keine Befreiung, sondern eine Versklavung war. Nachdem auch die Befreiung der Afrikaner nicht so richtig funktionieren wollte, dachten sich die Kommunisten einen genialen Trick aus. Sie machten ein sogenanntes Rebranding und suchten sich als welthistorisches Objekt zur Rettung die Tiere, die Pflanzen und das Klima aus, wohl wissend, dass diese sich nicht wehren können. Inzwischen ist die 26. Klimakonferenz in Glasgow fast vorbei. Wie die grüne Heldin Greta Treffen bemerkte, kam wieder einmal nicht viel mehr dabei heraus als, ich zitiere, mit ihrer Genehmigung, bla, bla, bla. Da sind sich fast alle einig, und es wurde auch viel darüber berichtet. Kaum berichtet wird dagegen darüber, dass die Landwirtschaft keine Dünger mehr bekommt, weil die Energie auch dank der Verweigerungspolitik gegenüber fossiler Brennstoffe zu teuer geworden ist. Damit sind die kommenden Ernten gefährdet. Der Gaspreis hat sich in den letzten Wochen mehr als verdoppelt, der Strompreis um 20, 30 und mehr %, der Kraftstoffpreis um teilweise 50% gestiegen, und kein Ende ist in Sicht. Und natürlich ist alles so gewollt. Die grünen Kommunisten wollen, dass Energie zum Luxus wird. Sie wollen, dass Mobilität zum Luxus wird. Und ihnen ist vollkommen egal, wie viele Opfer es kostet. Wollen Sie als CDU und FDP wirklich den Wohlstand dieses Landes, dieser Ideologie opfern? Wollen Sie wirklich, dass die grünen Kommunisten die Zerstörung vollenden, dass Ihre Kinder in einem Entwicklungsland aufwachsen? Wenn nicht, stimmen Sie für unsere Anträge. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort erhält für die SPD-Fraktion der Kollege Timon Gremmels.